In diesem Video möchte ich dir erklären, ob Bausparen heutzutage noch wirklich sinnvoll ist. Ich werde dir die Vor- und Nachteile erklären und in meinem Fazit wirst du erfahren, warum es in den allermeisten Fällen keinen Sinn mehr macht, heute noch eben Bausparverträge abzuschließen. Ich möchte zunächst einmal erklären, was ein Bausparvertrag überhaupt ist. Jeder hat es schon mal gehört, viele von euch haben vielleicht auch einen Vertrag. Und was ich immer wieder höre, ist, dass die Eltern, die Großeltern teilweise sehr früh für die Kinder einen Bausparvertrag abschließen, weil man das ja früher immer so machte und vom Banker erklärt bekommen hat. So, und darauf möchte ich jetzt mal eingehen, was ist Bausparen überhaupt? Bausparen ist ein Produkt aus der Bankenwelt, was es schon seit vielen Jahrzehnten gibt, was den ursprünglichen Zweck hatte, dass man eben monatlich Geld spart in einen Vertrag mit dem Ziel, dass man da eine attraktive Verzinsung einsammelt und ab einem gewissen Zeitpunkt die Wahl hat, ob man den Restbetrag des Bausparvertrages als Darlehen, als Kredit zu bekommen, um dann den Kredit abzuzahlen oder ob man dann den Bausparvertrag auflöst. Ein Beispiel dazu, ein Bausparvertrag wird mit einer sogenannten Bausparsumme bei Vertragsbeginn eingerichtet. Das heißt, wir nehmen mal eine Bausparsumme von 100.000 Euro, dann spart der Sparer in diesen Vertrag ein, einen monatlichen Betrag bis zum Beispiel 50%, das variiert immer zwischen 40 und 50% erreicht worden sind. Das heißt, in dem Fall, gehen wir mal von 50% aus, sind 50.000 Euro über monatliche Sparraten dort eingezahlt. Dann ist dieser Vertrag zuteilungsreif. Das heißt, in der Zeit bis dahin wurde eine gewisse Verzinsung mitgenommen und das Geld hat sich verzinst. Und ab dem Zeitpunkt kann dann der Bausparkunde letztendlich wählen, ob er sich diese 50.000 Euro jetzt auszahlen lässt oder ob er sich 100.000 auszahlen lässt, seine eigenen 50 plus nochmal 50, die er sich von der Bank geliehen hat, zu einem vorher vereinbarten Zinssatz. Und dann zahlt er eben die weiteren Jahre den Kredit letztendlich ab und verfügt dann halt eben über 100.000 Euro und kann damit dann zum Beispiel eine Immobilie finanzieren, eine Modernisierung oder eine Immobilie bauen, eben zum Zweck, wie der Bausparvertrag, wie der Name schon sagt, es ursprünglich auch sein sollte. So. Jetzt möchte ich aber da mal darauf eingehen, was sind denn die Vorteile und was sind denn die Nachteile bei dem ganzen Thema? Die Vorteile dabei sind, dass der Staat seit bzw. ab 2021 die Deutschen nochmal weiter anreizen und motivieren wollen, mehr Bausparverträge abzuschließen, denn es gibt eine Erhöhung in der Wohnungsbauprämie. Das bedeutet für Personen, die unter 35.000 Euro im Jahr verdienen, Verheiratete 70.000 Euro, gibt es einen Anreiz, mindestens einen gewissen Betrag in einen Bausparvertrag einzuzahlen. Der Staat beteiligt sich nämlich mit 10% pro Jahr an dem eigenen eingezahlten Geld. Und zwar bis zu 700 Euro. Ein Beispiel. Eine Person verdient 30.000 Euro als Lediger und spart jetzt 700 Euro im Jahr in einen Bausparvertrag. Dann bekommt sie pro Jahr 70 Euro Wohnungsbauprämie und in diesen Vertrag gezahlt. Und die Bedingung dabei ist, damit diese Prämie dem Vertrag auch dauerhaft gutgeschrieben wird, dass das Geld später eben für den Kauf oder die Modernisierung oder den Bau einer Immobilie verwendet wird. Das ist die Voraussetzung. Und bei Verheirateten, wie gesagt, dann ist der doppelte Satz, dann liegt es bei 70.000 Euro Gesamtjahreseinkommen zusammen. Wer darüber verdient, bekommt diesen staatlichen Zuschuss eben nicht. Aber das ist die Wohnungsbauprämie, die da geschaffen worden ist, also maximiert auf 70 Euro im Jahr. Wenn wir mal von dieser Verwendung, dass es für die Immobilie genutzt werden soll, absehen, hat ein Bausparvertrag auf der positiven Seite auf jeden Fall zu erwähnen, dass das Geld, was dort angelegt wird und gespart wird, in den meisten Fällen später sehr flexibel genutzt werden kann. Das heißt, auch das Darlehen, was hinten raus entsteht, ist in den meisten Verträgen zur freien Verwendung, ob es jetzt eben für die Immobilie ist oder auch für den Autokauf oder den Urlaub. Es ist irrelevant bei den meisten Verträgen und das ist auf jeden Fall ein positiver Punkt. Außerdem positiv sind die garantierten Verzinsungen, die in einem Bausparvertrag gegeben werden, bei Vertragsabschluss ein gewisser garantierter Zinssatz. Aber Achtung, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, was sich da in den letzten Jahren geändert hat. Ein positiver Punkt, den es noch zu erwähnen gibt, wenn ich später das Bauspardarlehen in Anspruch nehme, habe ich die Möglichkeit, bei den meisten Verträgen, einer jederzeitigen Sondertilgung des Darlehens, sodass ich das Darlehen gegebenenfalls auch mit anderem Geld sofort ablösen kann. So,
So, jetzt kommen wir auf die andere Seite der Punkte, die eben gegen Bausparen sprechen. Vor 20 Jahren waren die Zinsen in einem Bausparvertrag noch bei über 4%. Das heißt, mein eingezahltes Geld wurde mit 4% verzinst und das war durchaus ganz attraktiv. Auf der heutigen Seite ist es so, reden wir von 0,01%, was ich immer wieder sehe in Bausparverträgen, bis maximalst 1%. Wenn der Vertrag noch nicht allzu alt ist, dann darf das durchaus sein, dass es noch solche Verträge gibt. Aber Achtung, diese Prozentsätze, und selbst wenn sie über 4% sind, sind immer Vorkosten. Bei dem Vertragsabschluss eines Bausparvertrages fallen immer 1 bis 1,6% Abschlusskosten an. Das heißt, ein Vertrag mit einer Bausparsumme von beispielsweise 50.000 Euro, der sehr häufig gerne von der Bank, von den Banken angeboten wird, hat Vertragsabschlusskosten von 500 Euro bis 800 Euro. Das heißt, der Vertrag startet erstmal im Minus. Und je nachdem, was jemand monatlich einzahlt, braucht er erstmal eine ganze Weile, bis der letztendlich bei Null ist. Das heißt, überhaupt erstmal der Kostenpart, der zu Beginn sofort abgezogen wird, abbezahlt wird. So, der zweite Punkt ist, die Bausparverträge werden sehr häufig mit einer viel zu hohen Bausparsumme abgeschlossen. Wenn also jemand eine monatliche Summe von beispielsweise 50 Euro sparen kann und einen Bausparvertrag, warum auch immer, abschließen möchte, dann sehe ich es häufig, dass die Banker Bausparverträge verkaufen mit einer Bausparsumme von 50, 80, teilweise 100.000 Euro. Warum? Weil sehr viele Banken gewisse Vorgaben an ihre Verkäufer, an ihre Berater machen, eine gewisse Bausparsumme pro Monat, pro Jahr zu verkaufen. Danach werden diese bezahlt, danach bekommen die entsprechende Boni und die Bankfiliale steht in dem Bankenkonstrukt besonders gut da. Das heißt, die Bank hat ein Bestreben daran, möglichst viele und hohe Bausparsummen zu verkaufen. Und das führt zu einem Interessenkonflikt, dass der Banker oftmals eine viel zu hohe Bausparsumme dem Kunden verkauft, der Kunde das Thema nicht in der Tiefe versteht und in den meisten bzw. vielen Fällen, es gibt sicherlich Ausnahmen, aber ich habe es leider sehr oft schon gesehen, darum muss ich es hier erwähnen, in vielen Fällen die Bausparsumme und die damit verbundenen hohen Abschlusskosten viel zu hoch sind im Vergleich zu dem, was der Kunde monatlich eigentlich nur sparen kann. Und das führt dazu, dass der Kunde teilweise, wir rechnen uns das unserem Kunden dann immer vor, 10 Jahre, 20, 30 und Achtung, teilweise über 100 Jahre sparen müsste, damit dieser Vertrag überhaupt zuteilungsreif ist. Das heißt, damit die Hälfte eingezahlt ist und er den Rest als Darlehen bekommen kann. Das heißt, völlig am Thema vorbei beraten und letztendlich einen solchen Vertrag macht in dem Fall überhaupt keinen Sinn. So. Und selbst wenn das alles stimmig ist und die Laufzeit vielleicht auf 10 Jahre festgelegt ist und der Vertrag nach 10 Jahren zuteilungsreif ist, muss man sich halt wirklich auch vor Augen führen, selbst wenn ich da eine Garantie habe von 4%, ich habe aber Abschlusskosten am Anfang von, in unserem Beispiel eben, 500 Euro, gehen wir mal gering an. Dann habe ich noch laufende jährliche 10, 20 Euro Verwaltungsgebühren auf das ganze Thema. Dann muss ich unbedingt beachten, dass auf die Zinsen natürlich Steuern, Kapitalertragssteuern anfallen, dass der Freistellungsauftrag eingebaut ist. Wird auch häufig und gern vergessen, sodass dann auf diese mickrigen Zinsen, die dann tatsächlich noch ankommen, auch noch Steuern fällig werden. Also alles in allem, wenn ich mir Bausparverträge angucke, die teilweise 10, 12 Jahre laufen, haben wir da eine reale Verzinsung von 0, also wirklich, wenn wirklich überhaupt minimal im Positiven. Wenn die Verträge noch nicht so lange laufen, dann reden wir erstmal in den ersten Jahren aufgrund der Abschlusskosten von Minusverzinsung. Und das finde ich ist immer das Schlimme. Der Sparer denkt, der hat hier einen alten Vertrag, der denkt, der hat noch einen attraktiven Zinssatz, befindet sich aber seit vielen Jahren und auch noch viele Jahre, wenn er das weiter durchzieht, mit einer Minusrendite und denkt, er sei irgendwie in einem guten alten Vertrag, den er ja bloß nicht kündigen soll. Und deswegen rate ich wirklich jedem, guckt euch euren Bausparvertrag an, guckt euch an, welche Bausparsumme ihr habt, als Faustregel, wie du für dich mal überprüfen kannst, ob deine Bausparsumme mit deinen monatlichen Sparraten übereinstimmt, kann ich dir folgende Empfehlung geben. Die Bausparsumme teilst du durch 4 Promille, also 50.000 Euro Bausparsumme, 4 Promille davon sind 200 Euro. Und das ist dann der empfohlene Regelsparbeitrag, den du monatlich an einen solchen Vertrag einzahlen solltest. Eben 200 Euro bei 50.000 Bausparsumme. Wenn man das tut, dann dauert es etwa 10 und ein bisschen, also 10,5 Jahre circa, bis dieser Vertrag zuteilungsreif ist.
Du kannst also erkennen, wenn du eine Bausparsumme zum Beispiel auch von 50.000 Euro hast und sparst da 100 Euro ein, dann wird es 20 Jahre dauern. Du sparst dort 50 Euro rein, dann wird es 40 Jahre dauern. Also du erkennst, da ist ein gewisses Verhältnis wichtig, was diese beiden Zahlen angeht. Und ein Bausparvertrag, der vielleicht tatsächlich den Zweck hat, dass du damit bauen willst und 40 Jahre lang bezahlt, bespart werden muss, damit du überhaupt an dieses Geld dran kannst und der zuteilungsreif ist, macht nicht wirklich viel Sinn. Also diese beiden Zahlen solltest du für dich, wenn du einen Bausparvertrag hast, mal einfach überprüfen. Der weitere Punkt ist der in Bezug auf die Nachteile. Früher war es so, dass beim Bausparvertrag zum einen der Zinssatz, der ja vermeintlich hoch war, eben habe ich es erklärt, nach Abzug von Kosten war es gar nicht so viel an Verzinsung, was bei dir ankommt. Aber auf der anderen Seite war es so, dass man sich einen Darlehenszins für in einigen Jahren eben sicherte. Das heißt, die erste Hälfte der Bausparzeit wurdest du mit einem attraktiven Zins geködert, den es heute eben überhaupt nicht mehr gibt. Und die zweite Phase, der Phase, wo du eben das Darlehen der Bank bekommst, wurde dir eben ein Zinssatz zugesagt, den du dir sozusagen sichern konntest. Lustigerweise in den letzten Jahren sehe ich immer wieder Bausparverträge, die einem einen Zinssatz sichern von 3%, 2%. Und wenn ich heute ohne Bausparvertrag zur Bank gehe, bekomme ich einen viel besseren Zinssatz. Das heißt, viele Menschen haben Verträge abgeschlossen, um sich Zinsen zu sichern, die sie dann, wo sie ja auch indirekt Geld für bezahlt haben, weil die Bank eine Gebühr für diese Zinsgarantie genommen hat, die sie aber heute gar nicht in Anspruch nehmen, weil der allgemeine Marktzins eben derart gering ist. Das konnte man natürlich damals nicht unbedingt wissen und wollte sich darüber absichern. Das heißt also, wenn du heute Bausparverträge abschließt und dir einen Zins sicherst, musst du dir selber die Frage stellen, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass der Zinssatz in 5 Jahren, in 10 Jahren, der Marktzinssatz wieder auf einem so hohen Niveau ist, dass du mit deinem Bausparvertrag wirklich einen guten Deal gemacht hast. Viele Dinge sprechen eher dagegen als dafür, dass die Zinsen sich auf dem Niveau bleiben und weiter bewegen, wie es aktuell der Fall ist. Um das Ganze zusammenzufassen: Früher war Bausparen ein sehr beliebtes Thema. Oma, Opa und die Großeltern wollten und haben immer viel dazu beigetragen, dass die Menschen einen Bausparvertrag auch in die nächste Generation mit übertragen bzw. Bausparverträge abschließen. Es wird viel Geld bei den Banken damit verdient und die Bausparsummen sind oftmals viel zu hoch in Bezug auf das, was die Leute einzahlen. Die Zinsen, die dort man vermeintlich bekommt, sind auf einem katastrophalen Niveau, als dass es sich überhaupt nicht mehr lohnt, dort einzuzahlen. Es gibt einzelne wenige Ausnahmen, wo man in Verbindung mit der Finanzierung einer Immobilie durchaus dem Ganzen noch was Gutes abgewinnen kann. Aber in keinster Weise würde ich sagen, eignet sich ein Bausparvertrag für die Altersvorsorge als Alternative zu anderen Möglichkeiten oder auch eben auch, um mittelfristige Rücklagen aufzubauen. Dafür sind Kosten zu hoch, Verzinsungen zu gering und vielleicht auch die Neigung, darüber Konsumschulden zu betreiben, um den nächsten Fernseher oder irgendwas anderes in Urlaub zu bezahlen, einfach nicht das sinnvolle Maß der Dinge. Wenn du also einen Bausparvertrag hast, guck dir den an, guck dir die Verhältnisse der Summen an, guck dir die Zinssätze an, guck dir mal die Anfangskosten an und dann, wenn du es kannst, errechne dir mal den tatsächlichen Zinssatz, der bei dir angekommen ist. Und wenn der Minus ist, wie bei den meisten Verträgen, die wir hier professionell errechnen, dann weißt du, du hast Handlungsbedarf. Und solltest mal dringend gucken, ob dieser Bausparvertrag noch es wert ist, dass du da weiter monatlich 50, 100, 200 Euro einzahlst. Wenn du Hilfe dabei benötigst und gerne mit uns zusammen auf deine Verträge gucken möchtest, deine Bausparverträge oder vielleicht auch deine anderen Altersvorsorge, Rentenversicherungsverträge, dann melde dich bei uns, besuche unsere Seite www.tappeconsulting.de, schau dich auf unserer Seite um und wenn du magst, dann helfen wir dir gerne, deine Verträge mal unter die Lupe zu nehmen und professionell zu bewerten. Und dann gucken wir, ob dein Geld wirklich sinnvoll und richtig für dich arbeitet. Ich freue mich auf dich, dein David.